Okay. Guten Abend von uns allen hier unten. Schön, dass so viele gekommen sind, habe ich am Anfang gar nicht gedacht. Ich will auch gar nicht, keine große Vorrede halten, weil ich gerade erfahren habe, dass wir um 9 Uhr hier wieder raus sein müssen. Deshalb nur ein paar Fakten am Anfang. Die jüngste Umfrage des INSA-Instituts vom Montag. Danach liegt die AfD bundesweit bei 13,5%. In den ganzen letzten Monaten lag sie bei 15%, ziemlich stabil. Bei der Bundestagswahl 2013, hat man vielleicht vergessen, waren es gerade mal 4,7%. In vielen östlichen Bundesländern, das wissen Sie wahrscheinlich, kann sie zum Teil mit 20% rechnen, von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg, über Sachsen und Sachsen-Anhalt. Das ist ziemlich eindeutig. Und in Nordrhein-Westfalen, wo im Mai gewählt wird, ist laut Infratest DIMAP 9% angesagt für die AfD. Im Ruhrgebiet, sagen einzelne Leute, kann es sogar auch auf 30% steigen. Also wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das wirklich wichtig ist, dass es untersucht wird. Und Gott sei Dank gibt es Wissenschaftler, die das auch schon länger machen. Zunächst Professor Dr. Michael Fester. Er ist Professor im Ruhestand am Institut für politische Wissenschaft der Leibniz-Universität in Hannover, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, ja, immer noch, war in der Studentenbewegung des SDS aktiv, arbeitete zu Theorie und Geschichte der Arbeiterbewegungen, betrieb Forschung in den Bereichen Sozialstrukturanalyse, was das ja jetzt eigentlich auch noch ist, und Milieuforschung. Er entwickelte in den 80er Jahren ein Evaluationsmodell zur Milieuforschung, orientiert am Werk Pierre Bourdieus. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn auch. Mit dem Ergebnis, und das ist das Interessante, dass eine Klassenanalyse nicht mehr ökonomisch von unten nach oben, von oben nach unten allein definiert wird, sondern in einem großen dreidimensionalen sozialen Raum, der auch die Einstellungen, die äußere Lebensstellung, die Lebensführung, die Einstellung der Menschen, genannt Habitus, wenn ich das so ganz brutal einfach sagen darf, mit einbezieht. Und da kommt ein ziemlich vielschichtiges Modell bei raus, das eben verschiedene Milieus darstellt und nicht mehr nur sozusagen eine Klassenanalyse von oben nach unten. Als zweiten darf ich begrüßen Privatdozent Dr. Oliver Decker. Er ist psychoanalytischer Sozialpsychologe und Rechtsextremismusforscher schon eine ganze Weile. Vorstandssprecher des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. AGIS ist die Abkürzung. Credo. Total falsch. So, und Professor Decker macht seit 2002 die Mitte-Studie. Die ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch immer mal durch die Medien gegangen. Die ist ziemlich bekannt. Und dieses Mal haben sie die 8. Auflage vorgelegt. Die Studie erscheint alle 2 Jahre. Bisher war das für die Friedrich-Ebert-Stiftung, jetzt aber neuerdings für die Heinrich-Böll-Stiftung, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Otto-Brenner-Stiftung. Vielleicht können Sie uns was dazu erzählen, warum die Stiftungen gewechselt haben. Diese Jetzt-Studie ist erschienen unter dem Titel Die enthemmte Mitte. Die ist auch sehr stark wahrgenommen worden in den Medien, ist auch kritisiert worden, vielleicht haben wir da noch Zeit zu. Jetzt werden die beiden erstmal ihre Modelle vorstellen. Wir haben sie verdonnert, dass es nicht länger als 15 Minuten, 20 Minuten sein soll. Dann werden wir ein Weilchen hier oben auf dem Podium diskutieren. Dann sollen Sie aber auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und zu kommentieren. Herr Professor Decker, Sie sind der erste Privatdozent. Ich war auch einverstanden mit dem anderen Titel. Ja, vielen Dank für die sehr schöne Begrüßung. Man kann vielleicht das so viel vorneweg, denn die Zeit möchte ich mir ja nicht selber klauen, sagen, wir haben die Studie von 2002 bis 2004 ohne die Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht und dann in den 3 Erhebungen 2006 bis 2012 mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, dann wieder alleine und jetzt zum Glück und zu unserer Freude in Kooperation mit der Luxemburg-Böll- und Brenner-Stiftung. Das aber nur zu diesem Punkt. Mehr möchte ich darauf gar nicht eingehen. Interessanter wird es sein, jetzt tatsächlich so schnell wie möglich zu den Ergebnissen zu kommen der Mitte-Studien, und zwar der ausgewählten, mit dem Fokus tatsächlich auf die heutige Fragestellung, die ja lautet, was sind die Milieus der AfD? Nun ist es so, dass wenn man sich unsere Studienreihe anschaut, dann kann man den Verdacht haben, dass wir tatsächlich über Individuen sprechen. Was wir machen, sind ja repräsentative Erhebungen, die im 2-Jahres-Rhythmus bundesweit durchgeführt werden. Ich kann dafür auch gleich zur nächsten Folie gehen.
Das ist ein die Erhebung begannen wir 2002 unter dem Eindruck auch der Pogrome aus den 1990er Jahren, die ja tatsächlich sehr lange angehalten haben, bis dann 2002, 2004 die zivilgesellschaftlichen Projekte auch aufgelegt worden sind, damals von Rot-Grün. Und bei diesen bevölkerungsrepräsentativen Erhebungen ist es so, dass ja Einzelpersonen untersucht werden. Das heißt, wir gehen in die Haushalte, die Probanden werden nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Es gibt dazu eben 250 bis 500 sogenannte Sample Points im gesamten Bundesgebiet, in denen geschulte Interviewer eingesetzt werden, die dann nach einem weiteren Zufallsprinzip in den Haushalten die Personen interviewen, die als nächstes Geburtstag haben. Der Sinn der Übung ist, Repräsentativität ist gewährleistet, wenn wir eine Zufallsstichprobe haben. Die am besten untersuchte Population weltweit sind vermutlich Psychologiestudierende. Die müssen im MPRAG den entsprechenden Schein erwerben. Allerdings kann man sich leicht vorstellen, dass es da leichte Verzerrungen hinsichtlich der Geschlechtsverteilung oder des Bildungsgrades gibt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen die Zufallsstichprobe. Das meint in erster Linie Repräsentativität, dass jedes Merkmal in der Bevölkerung die gleichen Chancen hat, in eine Erhebung einzugehen. Und das ist natürlich immer eine heikle Sache, muss man auch dazu sagen, weil bestimmte Orte können wir nicht ansteuern. Gefängnisse, Krankenhäuser, Altenpflegeheime werden von uns nicht mit erfasst. Wir sehen hier, es gibt auch bei dieser Methode Beschränkungen, aber der Sinn der Übung bleibt, je mehr Menschen sie aufnehmen, klar, umso größer die Stichprobe wird, umso weniger haben sie Fehler drin, umso mehr bilden sie tatsächlich auch in toto die Gesellschaft ab, aber wichtig ist Zufall. Nur, uns interessieren ja nicht die Einzelpersonen. Was wir machen, ist im Grunde genommen ein Forschungsprojekt seit 2002, das durchaus im Sinne der kritischen Theorie durchgeführt wird. Und dabei ist das, was wir versuchen zu erheben, nämlich die subjektive Wahrnehmung, verfahrensobjektiv mit Fragebögen, aber die subjektive Wahrnehmung der einzelnen Befragten auf die Welt zu untersuchen, hin auf ihre gesellschaftliche Reformation. Also uns interessiert durchaus autoritäre Dynamiken, auch die Bedingungen, unter denen die entsprechende Einstellung zustande kommt. Also wieso bringt eine demokratische Gesellschaft das, was sie im Innersten bedroht, immer wieder selbst hervor? Also wir wollen nicht die Welt unterteilen in Verworfene und Errettete, sondern die nächste Frage stellen im Sinne einer Critical Typology, warum passiert das? Wenn wir uns also gleich die Ergebnisse anschauen, dann haben wir einen ersten Abstraktionsgrad. Wir schauen uns tatsächlich zunächst mal nur Verbreitungen an in der Bevölkerung. Wir haben deswegen diese Vorabinformation zum Sinn und Unsinn einer solchen Erhebung. Der Sinn besteht darin, tatsächlich erstmal zu dokumentieren, dass es eine solche Verbreitung gibt. Das war damals unsere Ausgangsfrage. Ja, also wie viele Personen in der Bundesrepublik nicken innerlich mit dem Kopf, wenn Neonazis in Sulingen einen Brandanschlag verüben, bei denen dann 10 Menschen sterben. Denn die Neonazis, wenn man sie zu Wort kommen lässt, vermitteln immer den Eindruck, dass sie im Grunde genommen nur den Volkswillen exekutieren. Und unsere Frage war, wie weit stimmt das? Und dann ist die nächste Frage, die wir dann in den verschiedenen Untersuchungen auch nachgegangen sind, woran liegt das? Ein zweiter Punkt ist, dann natürlich zu schauen, nicht Individuen, sondern sich Gruppen anzuschauen oder eben politische Milieus, wozu ich dann im zweiten Schritt komme. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. Wenn das keine freudsche Fehlleistung ist, dann weiß ich auch nicht. Drei Sekunden sind bisher vergangen, ne? Ja. Im Durchlauf hier die Ergebnisse von unserer Untersuchungsreihe seit 2002. Wir haben einen Fragebogen, den wir einsetzen, der hat insgesamt 18 Aussagen. Diese 18 Aussagen bilden insgesamt 6 Dimensionen rechtsextremer Einstellungen ab. Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus. Je Dimension gibt es 3 Aussagen. Also zum Beispiel, die Juden haben etwas Besonderes an sich und passen nicht zu uns. Die können entweder voll und ganz abgelehnt bis voll und ganz zustimmend beantwortet eingeschätzt werden auf einer 5-stufigen Skalierung. Alle, die allen 3 Aussagen je Dimension zustimmen, sehen Sie hier. Das heißt also, ich werde Ihnen jetzt nicht im Einzelnen, dafür reicht die Zeit nicht, den gesamten Fragebogen vorstellen. Die Zustimmungswerte sehen Sie hier. Also jemand, der sagt, ja, wir brauchen einen Führer, ja, wir brauchen eine starke Partei und noch die 3. Aussage, die mir so schnell nicht einfällt, wer all diesen 3 Aussagen durchschnittlich zustimmt,
das sind diese Prozentangaben. Das ist eine sehr konservative Berechnung, muss man sagen. Man könnte auch mit einem Item Merkmale bei solchen Screenings, bevölkerungsrepräsentativen Screenings messen, aber wir sind da sehr konservativ und das sind die Zustimmungswerte. Und wir sehen hier, es gibt eine leichte abnehmende Tendenz. Auf den weiteren Folien werden Sie auch sehen, um die Jahre 2008, 2010 gibt es immer Ausschläge. Das kann man nochmal diskutieren, woran das liegt anschließend. Aber wir haben hier zunächst mal bis 2014, wenn Sie eine Linie drüber legen würden, eine abnehmende Tendenz im Vergleich zum Startpunkt 2002 und 2016 hier tatsächlich auch einen signifikanten Anstieg, wenn auch mit geringer Effektstärke. Ähnlich verhält es sich beim Chauvinismus, auch der hat im Vergleich zu 2014 zugenommen, verharrt auch auf relativ hohem Niveau, hat aber tatsächlich bis 2014 zunächst leicht abnehmende Tendenz und ganz deutlich ist das bei der Ausländerfeindlichkeit. Was man hier sieht, ist im Grunde genommen zum Teil über die gesamte Bevölkerung hinweg so etwas wie eine soziale Normverschiebung. Also im Verhältnis zu 1992, als Helmut Kohl im Bundestag in der Regierungserklärung sagte, Deutschland ist kein Einwanderungsland, bis zu 2014, als Angela Merkel auf dem Integrationsgipfel sagte, Deutschland will ein Einwanderungsland sein, hat sich in der Bundesrepublik eine Norm verschoben, die offensichtlich generalisierte Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten in toto abnehmen ließen, wobei dann einzelne Gruppen besonders im Fokus stehen. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Wir haben auch hier noch einen großen Anteil, aber interessant ist, dass auch trotz der also man hätte ja erwarten können, nach unserer letzten Erhebung 2014 steigen die Zustimmungswerte zu generalisierten Vorurteilen gegenüber Migrantinnen wieder an. Nein, das ist nicht der Fall. Das war eine der Hypothesen, mit denen wir dieses Jahr in die Untersuchung gegangen sind. Können wir oder müssen wir damit rechnen, dass es wieder mehr Leute geworden sind, die gegenüber Migrantinnen und Migranten mit Vorurteilen reagieren? Es sind nicht mehr geworden. Das ist für den weiteren Verlauf gleich relevant. Beim Antisemitismus, Vorsicht, wir haben eine Kommunikationslatenz in der Bundesrepublik Deutschland. Antisemitismus wird nicht offen geäußert. Wenn Sie indirekter fragen, dann haben Sie tatsächlich sehr hohe Werte von 20-30%, also projektive Tests wie zum Beispiel, ich kann es gut verstehen, dass manche Leute was gegen Juden haben, haben deutlich höhere Zustimmungswerte als unser Item des klassischen Antisemitismus. Die Juden haben was Besonderes an sich und passen nicht so recht zu uns. Da sind die Leute vorsichtiger, deswegen auch mit Sicherheit hier dieser abnehmende Verlauf. Und damit lasse ich es dabei und komme zu dem Eigentlichen, nämlich der Frage, wer wählt oder was haben wir von AfD-Wählern zu erwarten und was für Milieus können wir sehen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder die neben unseren eigenen Items auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aus dem Fragebogen der Bielefelder Studiengruppe und Wilhelm Heidmeier mit aufgenommen. Und hier sehen wir zunächst einmal ein Item aus unserem eigenen Fragebogen der Ausländerfeindlichkeit. Und dieses Item lautet, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet. Und da sehen wir tatsächlich, dass dieses einzelne Item unter AfD-Wähler sehr hohe Zustimmungsfähigkeit hat. Also wer an der Sonntagsfrage antwortet, ja, finde ich richtig, stimme voll und ganz zu. Der, wer da bei der AfD ankreuzt, dass er sie wählen würde, stimmt auch zu drei Vierteln diesen Aussagen zu. Problematisch oder tatsächlich auffällig ist, dass diejenigen, die sagen, ich würde überhaupt nicht wählen gehen, dass da auch ein hohes Potenzial ist, auch noch für diese Zustimmungsweise und bei denjenigen, die unsicher sind bei der Parteiwahl, dass wir da auch die höchsten Werte haben, werden sie bei den anderen Parteien jetzt nicht gerade kein Grund ist zur Entwarnung. Also bei der Linken und bei den Grünen gibt es auch einen relevanten Anteil. Das sind tatsächlich ja ein Sechstel der Bevölkerung jeweils, der Wählerinnen und Anhängerinnen dieser Parteien, die da zustimmen. Aber die hohen Werte sind woanders. Entsprechend ist es hier mit dem Aussage aus dem GMF-Fragebogen, durch die vielen Muslime fühle ich mich hier manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. 85, knapp 86% der AfD-Wähler sehr deutlich auch das Potenzial bei den Nichtwählerinnen und Wählern, also die, die bisher sagen, ich gehe nicht zur Wahl, wenn die zur Wahl gehen, dann haben wir ein sehr hohes Potenzial auch für entsprechende rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien, was die NPD nie hat mobilisieren können und ähnlich ist es bei denen mit der Wahlteilnahme unsicher. Wir sehen das hier nochmal mit Blick auf Sinti und Roma, auch hier ähnliche Verhältnisse. Damit lasse ich es dabei, um schnell voranzuschreiten. Die erste von uns ja angenommene These, dass wir es nicht mit einer
dass wir es mit einer Zunahme zu rechnen haben. Diese Hypothese konnten wir durch die Erhebung nicht beibehalten. Deswegen haben wir uns nochmal detailliert die einzelnen Gruppen angeschaut. Also während über alle hinweg die Ausländerfeindlichkeit abnimmt, nimmt auch über alle Gruppen hinweg zunächst mal die gesamte Population das Vertrauen ins politische System zu und tatsächlich auch die politische Deprivation ab. Wir haben es eigentlich mit einer schönen Wetterlage in der gesamten Bundesrepublik zu tun, wenn man die 2.500 Probanden, die wir befragt haben, insgesamt sich anschaut. Das täuscht, weil es eine starke Polarisierung gibt und die starke Akzeptanz und Legitimation, die das politische System bei einem zunehmenden Anteil der Bevölkerung hat, dem steht ein hoher Anteil von Menschen gegenüber, bei denen das Gegenteil der Fall ist und es abnimmt. Man kann das sehr schön verdeutlichen, wenn man eine Clusteranalyse macht. Das haben wir gemacht. Das heißt, eine Clusteranalyse ist ein statistisches Verfahren, mit dem Sie Möglichkeiten haben, eine Gesamtgruppe hinsichtlich der, also 2.500 Befragte, hinsichtlich der in dieser Gruppe existierenden unterschiedlichen Untergruppen zu untersuchen. Sie bilden also Gruppen, die intern möglichst homogen sind hinsichtlich eines Merkmals, das sie interessiert, und sich von den anderen Gruppen genau hinsichtlich dieses Merkmals am deutlichsten abgrenzen. Und das ist bei uns eben der Wert, der Mittelwert im Rechtsextremismus-Fragebogen gewesen. Und da sehen wir, wir haben es 2006, das ist für uns die Referenzgröße vor 10 Jahren, weil wir da auch Fragebögen eingesetzt haben, die wir dieses Jahr mit aufgenommen haben. Sie haben es hier mit einer, tatsächlich 2006 noch mit einer insgesamt über alle Milieus hinweg gleichermaßen großen oder nicht so großen Legitimation des politischen Systems zu tun, operationalisiert mit Vertrauen in. Haben Sie Vertrauen in, und das wieder skaliert auf einer Likert-Skala von 1 bis 5, in Verfassungsgericht, Polizei, Bundesregierung, Parlament, Parteien. Da sehen Sie den Summenwert, den Sie auf der linken Achse abgetragen haben, und den Mittelwert, der sich da so durchzieht, gestrichelt. Sie sehen, dass alle politischen Milieus, die wir hinsichtlich ihrer politischen Einstellung bilden konnten, alle insgesamt sich um den Mittelwert herum gruppieren. Das heißt, das Vertrauen war und die Legitimation damit von uns, die Legitimation des politischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland, war in allen politischen Milieus relativ gleich. Gleichzeitig gab es kein politisches Milieu, in dem ausdrücklich Gewalt selber als Mittel der politischen Auseinandersetzung als anwendbar betrachtet worden ist. Es gab zwar einige, die sagen, und das waren insbesondere die Ressentimentgeladenen, die sagen, ja, finde ich schon okay, wenn andere das machen, ich selber aber nicht. Das war sozusagen das Klima in diesen politischen Milieus. Das hat sich tatsächlich verändert im Jahre 2016. Wir haben zwar auf der einen Seite mit einer deutlichen Vergrößerung der Milieus zu tun, in denen Menschen leben, die demokratisch orientiert sind, also bei denen wir sehr sozusagen als Mittelwert in den Milieus sehr niedrige Zustimmungswerte bzw. Ablehnung, also bei den Gruppen 1 und 2, die lehnen ressentimentgeladene Aussagen durch die Bank ab, stimmen auch nicht diktatorischen Regierungsformen und Ähnlichem zu. Die sind größer geworden. Wenn wir 2006 nur 40% hatten, die in solchen Milieus lebten, sind es jetzt 60%. Die anderen Milieus, die ressentimentgeladen oder autoritär orientiert sind, die sind kleiner geworden, es sind weniger geworden. Dafür können wir hier sehen, dass bei denen das politische System an Legitimation verloren hat oder an Integrationskraft. Darüber kann man gleich nochmal diskutieren. Und wir es tatsächlich mit einem Milieu zu tun haben von rund 7%, das auch mit der Gruppe 6 der rebellisch-autoritären Typen, die bereit sind, sich mit Gewalt auch politisch durchzusetzen gegenüber Andersdenkenden. Und ich mache nur noch dieses eine, um das zu verdeutlichen. Das ist das Antwortverhalten. Die haben insgesamt sehr, sehr hohe Zustimmungswerte zum Chauvinismus und Ausländerfeindlichkeit. Antisemitismus und Sozialdeterminismus spielt nicht so eine hohe Rolle, nicht so eine große Rolle in dieser Gruppe. Aber wir sehen hier, dass es sich da bei dieser Gruppe um ein deutlich gewaltbereiteres Gruppe handelt. Nochmal abgebildet im unteren. Ich habe jetzt, Moment, irgendwo auch einen Laserpointer gehabt, aber jetzt nicht da zur Hand. Unten links sehen Sie die Gewaltakzeptanz und die Gewaltbereitschaft. Die sind jeweils, die Gewaltbereitschaft ist gestiegen. Und die politische Deprivation
weiterhin extrem hoch. Das sind Leute, die im Vergleich zu 2006, der dunkleren Linie, sehr stark an Vertrauen in sämtliche Verfassungsinstitutionen verloren haben, um die hochpolitisch depriviert sind und jetzt zu Gewalt und autoritären Aggressionen neigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Den Rest würde ich vorschlagen, dann für die Diskussion aufzuheben. Und ich hoffe, es war nicht zu schnell und verdichtet. Vielen Dank. Dankeschön. Ich wiederhole das mal. Ich habe mal das versucht zusammenzufassen. Sie sagen, ob es falsch ist. Es hat keine Zunahme rechtsextremer Einstellungen gegeben. Der Anteil an Menschen, bei denen sich rechtsextreme Ideologie in der Einstellung zeigt, ist seit 2006 sogar gesunken, verharrt auf niedrigem Niveau. 5% der Befragten werden als rechtsextrem eingestuft, 7,6 im Osten, 4,8 im Westen. Die demokratischen Milieus sind gewachsen, das haben Sie eben auch gesagt. 60% haben Vertrauen in die Institutionen, in den Staat, das ist ja nicht wenig. Aber es gibt eine Zunahme der autoritären Aggression, das haben Sie Radikalisierung und Polarisierung genannt. Andere sagen, unsere Gesellschaft ist mehr gespalten als jemals zuvor. Und eine Sache haben Sie jetzt nicht erwähnt, Rechtsextreme haben in der AfD eine Heimat gefunden. Eine Sache muss ich noch ergänzen, nur damit das für die Diskussion klar ist. Wer in diesen Milieus 1 und 2 lebt, der kann durchaus auf einzelnen Dimensionen der Rechtsextremen als Einzelperson Zustimmungswerte haben, der sozusagen aber das gesamte Milieu ist durch eine Atmosphäre gekennzeichnet, in dem die Norm, die soziale Norm, die erwartet wird, nicht Ressentiment ist. Ja? Es kann sogar jemand dabei sein, der Milieu 1 lebt, der auch gewaltbereit ist als Einzelperson. Die Norm in diesem Milieu ist nicht Gewalt. Wir reden hier sozusagen anders als bei den, da muss man differenzieren. Wir sagen jetzt, ja, es sind etwa manifest Rechtsextreme haben wir zwischen 5% und 7%. Aber sozusagen das, worüber wir hier jetzt sprechen, sind Milieus und die sozialen Normen, die in diesen Milieus herrschen, das sind nicht Einzelpersonen, über die wir diskutieren. Das ist komplex, aber wichtig. Dann gebe ich gleich weiter. Sie dürfen. Und wir geben den... Das wäre besser, du wirst das machen, weil... Hier, sonst müssen wir den Tisch umbauen. Guten Tag. Schönen Dank für die nette Einleitung. Ich habe auch ein paar Folien. Es geht um die, wo die Potenziale des Rechtspopulismus insgesamt einzuordnen sind. Also der Fokus ist hier sehr vertieft auf eingerichtet und die Ergebnisse sind meines Erachtens auch valide. Was wir gemacht haben, ist Anfang der 90er Jahre zuerst eine große Untersuchung, sehr differenziert, mit einem einstündigen Interview, auch mit Sample Points, 2700 Befragte, aber auch sehr viel qualitative und regionale Untersuchungen, wo wir den gesamten sozialen Raum, und zwar das Politische, die soziale Bewegungen, die Milieus, Mentalitäten ermittelt haben und sowas wie Übersichtslandkarten gemacht haben. Und mit diesen Übersichtslandkarten möchte ich jetzt ein bisschen arbeiten. Theorie will ich jetzt hier nicht bringen. Interessant war, das Jahr, in der unserer Repräsentativbefragung war, genau das Jahr der großen Pogrome, über etwa an die 3000 Brandanschläge auf Zuwanderer- und Asylantenhäuser. 91 auch schon. Und gleichzeitig auch ein Einknicken der SPD in der Zuwanderungspolitik damals. Ich habe noch einen alten Brief eines Mitautors, Peter von Hörsten, an den Parteivorstand gefunden, wo er mit dem versucht abzurechnen, aber die sind ja taub. Das Buch ist, wir haben da weitergearbeitet an der Sache und wir haben es auch aktualisiert herausgegeben. Die letzte, vierte Auflage ist letztes Jahr erschienen. Nächste. Das Interessante ist, dass wir mehrere Ebenen unterscheiden, aber zunächst im sozialen Raum diese drei Achsen, die Frau Morgenrath schon erwähnt hat. Es gibt nicht nur das Vertikale, Ober- und Untereinander, also die privilegierten oder gesicherten oberen Gruppen von etwa knapp 20%, die Unterprivilegierten unten, eine Gruppe um die 12-14% und eine riesige Mitte. So wie die Leute sich nach ihrem praktischen... Ich mache das nicht ganz richtig, ne? Das ist also die vertikale Dimension, aber horizontal gibt es eben auch Unterschiede und das sind
Dazu muss man sagen, was Milieus sind. Milieus ist sozusagen sowas wie ein ganzheitlicher Klassenbegriff. Zu einem Milieu gehört eine ganz bestimmte Mentalität, bestimmte Strategie der Reproduktion auch, was für Bildungswege man einschlägt und so weiter, auch bestimmte Bewertungsschemata. Aber es gehört genauso dazu ein Schwerpunkt in bestimmten Berufsgruppen. Also ein ganzheitlicher Klassenbegriff könnte man in der marxistischen Tradition, die ich auch sehr hochhalte, sagen, sodass das eine Ergänzung um diese Dimension ist. Und da gibt es eine horizontale Konfrontation, einerseits am linken Teil große Milieugruppen, die wir jetzt ganz vereinfacht als modern progressiv mit Werten der Selbstverwirklichung, unten steht das selbstbestimmte Achse, und rechts solche, die hierarchiegebunden sind, also konservative und autoritäre. Das ist nicht dasselbe, auf diesen Unterschied werde ich auch noch eingehen. Diese Milieus, die jetzt hier auf dieser Landkarte zu sehen, das ist eine Vereinfachung, eine extreme Vereinfachung. Wir können das Ganze auch gerne viel komplizierter ausdrücken. Das dürfen wir nicht und das ist auch nicht jeden Tag richtig. Das ist das Alltagsleben. Also Küche, Keller, Familienverhältnisse, Arbeitsleben. Die politische Ebene, über die Oliver schon gesprochen hat, das ist eine Ebene der Ideologien, der Diskurse, dieser ideologischen Konstrukte, die in diesen euren 18 Fragen auch genau getreu wiedergegeben sind. Und wir haben aber eine ähnliche Methode gemacht. Wir haben 7 solche ideologische Lager gefunden. Ihr würdet Milieus sagen, das ist mir jetzt auch nicht wichtig. Was man dazu sagt, es sind Zusammenhänge von Leuten mit einer ähnlichen Weltanschauung oder Ideologie. Und da haben wir auch diese Rechts-Links-Teilung gefunden. Wir haben im rechten Teil, wir haben 7 Cluster gefunden. Das sind explorative Methoden, die übrigens Oliver auch angewandt hat. Man weiß, hat vorher keine feste Hypothese, sondern macht macht hunderte, tausende von Interviews und die Antworten werden durch einen Computer auf innere Zusammenhänge, die man noch gar nicht gesehen hat, untersucht. Das sind multivariate Methoden. Und da kriegt man auch Sachen raus, die man vorher nicht gewusst hat und die man nicht erwartet hat. Und solche Dinge will ich nachher auch noch erzählen. Wir haben im rechten Teil des Sozialen, ich habe jetzt diesen sozialen Raum mit den Milieus nochmal in diesen Kästen wiedergegeben, ganz grob, und da eingezeichnet, wo die ideologischen Lager liegen. Das könnt ihr dort oben sehen, wenn man oben rechts guckt. Das sind Muster des Patron-Klient-Musters, will ich mal so sagen. Da Leute, die in sehr hierarchisch denken und innerhalb dieser Hierarchie eben ihren Platz suchen und meinen auch, dass diese Hierarchie meistens aus Tradition bei den faschistoiden Mentalitäten, aber aus Rasse und anderen Gründen legitim sei. Wir haben oben eine Gruppe, das will ich nur ganz kurz sagen, denn ich gehe nachher nochmal im Einzelnen darauf ein, ein traditionell konservatives Lager, circa 14%, das ist das Lager von sehr gebildeten Leuten, die auch die Diskussion in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führen, die Arbeitskreise haben für einen erneuerten rechten Konservatismus. Das ist der Herr Spahn, das sind Leute, die auch andere, die also relativ harten konservative Hierarchien haben. Und in dieser Hierarchien sind eben die Männer und die Gebildeten und die Oberschichten oben. Und die Frauen und die Zuwanderer und die gering Gebildeten kommen weiter unten. Aber für jeden soll irgendwie gesorgt werden. Das Typische am Konservatismus ist auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass der Konservatismus für sich auch dem Geringsten mindestens ein Stückchen Sicherheit geben will, damit das Ganze nicht so aus dem Ruder läuft, wie das in der Hitlerzeit war. Das war ein Lernprozess und dieser Lernprozess steht aber schon wieder auf dem Prüfstand. Die zweite Gruppe ist sozusagen die gemäßigt Konservative, das ist sozusagen die Angestellten- und Arbeitnehmerseite des Konservatismus. Das sind Leute, die doch auch Formen des sozialen Ausgleichs befürworten, also einen sozusagen wohlfahrtsstaatlich gespülten Konservatismus vertreten. Ich komme darauf zurück. Und weiter unten finden wir 2 Gruppen, da müsste man 2 Folien übereinander sehen. Einerseits ein resigniert autoritätsgebundenes Lager, das sind die Modernisierungsverlierer. Komischerweise sind die nicht voll rechtsradikal, aber sehr stark auf soziale Stützung angewiesen. Ich glaube, das ist aber ein politisches Milieu, das die AfD besonders mobilisiert. Beispiel Mannheim,
Beispiel bestimmte von der SPD abgehängte Stadtviertel hier in NRW. Und ganz darunter findet sich das rebellisch-autoritäre, wir haben sogar ähnliche Ausdrücke gewählt, das ist der harte Kern und der ist klar faschistoid. Links haben wir auch drei gefunden, oben. Ja, gut. Da will ich aber jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Wir haben dann Faktorenanalysen gemacht und wir haben etwa ähnliche Dimensionen gefunden bei euch, aber auch mit einem Unterschied. Nicht jeder Ethnozentrismus, das heißt, dass die eigene Kulturgruppe die beste sind, ist gleichzeitig eine Unterstützung des Rechtsextremismus. Ethnozentrismus heißt in der Soziologie eigentlich nur, dass die eigene Gruppe bevorzugt wird. Und deswegen müssen die anderen nicht gleich verfolgt oder angezündet oder mit Gewalt verfolgt werden, sondern aber der Ethnozentrismus ist eine Abwertung und ein Mangel an Einfühlung in andere soziale Gruppen. Der kann aber auch mit nicht-faschistischen, faschistoiden, ich sage es jetzt doch mal, Auffassungen zusammengehen. Zweitens, der harte Kern faschistoider Auffassungen, Sozialdarwinismus, wird aber mit der Leistungsideologie sozusagen garniert. Eigentlich wird die Macht um ihrer selbst angebetet, aber es wird dann gesagt, das ist aber dahinter steckt aber Leistung. Darum ist es ja auch eine Ideologie, weil das in Wirklichkeit ja gar nicht stimmt. Es wird sozusagen salonfähig an die Leistungs- und Aufstiegsgesellschaft der alten Bundesrepublik angepasst. Dann eine Faktor 3, eine starke politische Enttäuschung. Die Politiker belügen die kleinen Leute und für den kleinen Mann kommt nichts dabei raus. Diese starke Aggressivität gegen das Establishment ist ein wesentlicher Faktor. Und ich habe dann einen Faktor hinzugezogen, der jetzt nicht zu eurer Fragestellung gehört, aber um dem zu zeigen, es gibt sowas wie eine traditionelle Arbeitnehmerorientierung. Das heißt, viele Leute stehen noch auf einem Wohlfahrtsstaat, auf starke Rechte für Gewerkschaften, vor allem auf Mitbestimmung, die schon am Arbeitsplatz beginnt, also nicht nur durch Bürokraten gemacht wird. Das ist das alte, gewerkschaftlich erkämpfte Sozialmodell der Bundesrepublik. Auch hier einige Statements, die ich jetzt aber nicht vorlesen werde. Ich habe jetzt will diese Gruppen noch mal genauer durchgehen. Das wäre die nächste Folie. Wir hatten die traditionell Konservativen 13,8. Wir können das rechnen. Das sind inzwischen immer so 10%, wenn man das auf West rechnet. Aber und Osten sind das 10 Millionen plus minus X. Also riesige Gruppen. Das ist im Wesentlichen die Oberschicht, aber es sind immer noch ein paar Zehntausende dabei, die auch zur Mittel- oder Unterschicht gehören, je nachdem, was für Gefolgsleute die haben, haben ein strikt konservativ-elitäres Gesellschaftsmilieu, hierarchische Führung und Fürsorge. Dabei, ihr Ethnozentrismus ist schon ganz schön hoch, von 0,5, also diese Zahl 0,5 heißt so viel wie 50%, das ist eine Maßeinheit, 1,0 wäre total, 0,5 ist schon ganz ordentlich. Das heißt, in den Oberschichten gibt es einen sehr starken Wunsch, Zugewanderte und so weiter auszugrenzen, auszuschließen von dem, was unsere Wohlstandserrungenschaften sind. Eine sozialdarwinistische Leistungsideologie, die so ein bisschen weichgespielt ist mit der Ideologie der Wohlfahrtsgesellschaft und eine ganz starke Ablehnung von Gewerkschaften und Arbeitnehmerorientierung. Das Interessante ist, dass diese Gruppe in der jetzigen Zeit sich am meisten gefährdet sieht durch den Aufstieg der AfD, weil diese Gruppe jahrzehntelang die Hegemonie, die Führung über die gesamten, sämtliche konservativen Milieus und auch die ethnozentrischen Milieus gehabt hat und dass die sich jetzt organisiert. Sie hat, wie der Herr Spahn oder andere, die Namen kann man nennen, hat eine Politik, die jetzt in die Offensive geht und die auch, wenn Frau Merkel nicht mehr da ist und das Vakuum zu ersehen ist, wir werden keinen Fillon bekommen, aber wir werden etwas bekommen, wo es uns auch ein bisschen kälter den Rücken runterläuft. Der Punkt 2, das ist sozusagen die Volksausgabe des Konservatismus, die konservative Arbeitnehmermitte, auch mit einigen aus der Oberschicht da drin, einer Minderheiten und so, das sind dann aber auch immer schon Zehntausende, weil das ja riesige Zahlen sind, die tragen auf beiden Schultern. Sie sind für Leistung, aber auch für sozialen Ausgleich. Und ganz komisch, sie sind auch verstehen Sie die Leistungsideologie in diesem Falle nicht so hart faschistoid, aber Sie balancieren das aus mit einer Arbeitnehmerorientierung. Das heißt,
man muss sich Leute vorstellen, die wie als Angestellte, Arbeiter und andere in Hierarchien arbeiten. Beamte, kleine Beamte, Angestellte, Bürokraten, Leute, die immer nach oben gucken müssen und sich mit dem Patron verstehen, aber auch ihre eigenen Rechte irgendwie vertreten. Und sie sind sogar überdurchschnittlich in Gewerkschaften. Die nächsten beiden Gruppen sind dann die problematisch. Diese ersten beiden Gruppen haben eine sehr gute soziale Kohäsion. Und wenn sie irgendetwas verteidigen, dann betroffen sind sie nicht durch soziale Prekarität, sondern dass sie verteidigen wollen, dass sie eine privilegierte soziale Sicherheit und Situationen haben, die sie gefährdet sehen, dadurch, dass sie die mit anderen teilen müssen. Eine ganz andere Psychologie. Wir haben darüber schon gesprochen. Sie erzählen uns von diesen Gruppen, weil die ansprechbar sind für die AfD. Auch die zwei, die Sie gerade genannt haben. Ja, zu einem gewissen Teil. Die oberen es hat ein Interview gegeben mit dem Mann, der dann nicht Justizminister das ist eine sehr schöne Doppelseite in der Frankfurter Rundschau gewesen, der nicht Justizminister in Mecklenburg werden konnte. Der hatte ein Smiley für AfD-Sachen ins Netz gesetzt, ist aber für eine Radikalisierung der rechten CDU. Das heißt, es ist sie benutzen gewissermaßen die AfD als Schocktroop, als Hebel, um die CDU in eine bestimmte Richtung zu bekommen. Und einen Teil von denen wird natürlich auch wählen, um zu zeigen, dass das nicht so ganz unberechtigt ist. Aber sie würden ihre Hegemonie verlieren, wenn sie die AfD in Wirklichkeit an die Macht bringen. Das gilt auch für die andere, aber diese Gruppen sind sehr stark verunsichert und das haben sie anspielen wollen. Das ist auch so. Wir kommen jetzt zu den Verlierern. Die Verlierer sind eigentlich ganz merkwürdig. Sie haben einen mittleren ein protektionistisches Modell. Das heißt, sie empfinden Unsicherheit und glauben, dass die vom Ausland, übrigens auch durch Export und so weiter, nicht nur durch Zuwanderung gefährdet wird. Und deswegen sind sie Protektionisten. Das ist sozusagen ein Kern von der Trump-Politik auch. Isolationismus und so weiter. Wobei sie das gar nicht politisch verstehen, sondern mehr aus ihrem politischen Gefühl heraus. Das Interessante ist, dass hier ein Ethnozentrismus da ist, ein mittlerer. Also das heißt, die Ausländer gelten ihnen als Konkurrenten, die sie empfinden. Es gibt aber nicht direkt einen Hass, denn die sozialdarwinistische Färbung, diese Ablehnung von Ausländern, die ist nicht da. Der Sozialdarwinismus ist eher negativ bewertet mit minus 0,3. Eine extreme politische Verdrossenheit, 0,7, die Abgehängten, ein sehr guter Ausdruck, und eine wohlfahrtsstaatliche Orientierung. Also hier wird der Ethnozentrismus, wird also eine wohlfahrtsstaatliche, sozialstaatliche Orientierung, die eigentlich früher die CDU und die SPD und die CSU, das heißt die Volksparteien, hätten für sich mobilisieren können und übrigens auch mobilisiert haben. Das sind alte SPD- und CDU-CSU-Wähler, die denen von der Fahne gegangen sind, weil sie die Schnauze voll haben, immer angelogen zu werden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich nicht unwahr ist. Und das sind auch Wähler der Linkspartei dabei. Das sind die Verluste, die hier gewesen sind, weil sie glauben, die anderen können nichts bewirken. Da gehören so bestimmte AfD-Aktivisten wie Gauland und so weiter, spezialisieren sich auf diese Leute. Die letzte Gruppe ist die eigentlich faschistoide Gruppe. Das ist aber diesmal schon deutlich beschrieben worden. Extremer Ethnozentrismus, ein Wert von 0,8, also da denken Sie sich 80% bei, ist sonst nirgends. Extremer Sozialdarwinismus mit 85, extreme politische Verdrossenheit, also einfach Hass und mit der entsprechenden Gewaltbereitschaft verbunden. Und gespalten in der Arbeitnehmerorientierung. Das hat ja bei den Nazis ja auch immer die SA, also die Sozialfaschisten und die anderen gegeben, also an dem Sinne. Und das gibt es offensichtlich dort auch. Jede der politischen Parteien, alle diese vier Lager sind nicht identisch mit politischen Parteien, sondern die Parteien haben Flügel, die sich um die kümmern. Und jede Partei hat Flügel, auch die Linkspartei, die SPD, die CDU. Darüber will ich aber jetzt nichts mehr sagen. Ich muss an die Zeit denken. Als letztes kommt, will ich noch ganz kurz die progressive Oberschicht, du hast sie wahrscheinlich schon, die Radikaldemokraten, das sind sozusagen Leute grün, aber nicht mit einem großen sozialen Herz. Also das ist, die Grünen werden ja sozusagen als Ersatzbürgertum oder fortschrittliches Bürgertum dargestellt, aber sie hat natürlich auch zwei Flügel.
Da werden verbal, der wird der Ethnozentrismus extrem stark abgelehnt, der Sozialdarwinismus wird extrem stark abgelehnt, die politische Verdrossenheit auch nicht, wird auch nicht befürwortet, weil man da jetzt mit an der Macht teilnimmt. Das ist so schon sehr schöne Geschichte für die Grünen. Und die Arbeitnehmerorientierung wird noch, da gibt es noch Bekenntnisse dazu, aber ich glaube nicht, dass die ist mit 0,2 relativ schwach. Und dann gibt es aber eine Gruppe, das sind für meine Begriffe in Anführungsstrichen die Guten, die Sozialintegrativen. Sie haben dieselben postmaterialistischen grünen Werte wie die Radikaldemokraten, aber sie vertreten auch Solidarität. Da muss man sich Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, Leute in den kirchlichen Sozialdiensten und so weiter vorstellen, die im Alltag sind, die einfach was für andere tun und sich dafür auch noch lächerlich machen müssen und ausbeuten lassen müssen. Und deswegen sind sie sehr stark politisch frustriert und verdrossen, aber verbinden die verschiedenen Pole. Am Ende noch eine Gruppe, die totale Überraschung war. Mit 17,7%, fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Wir haben einen Cluster gefunden, die alle großen Ideologien ablehnen. Auch die linken, sozialdemokratischen oder sozialistischen, wie auch die rechten. Alles, was von oben kommt, ist etwas, was sie für nicht für ihre Sache. Es gibt ja so ein Lied, da heißt es, uns kann kein anderer befreien, nicht Gott, nicht Kaiser, noch Tribun. Das ist diese Mentalität. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied noch kennen. Sondern stattdessen vertreten Sie sowas wie ein nachbarschaftlich-solidarisches Modell der gesellschaftlichen Basis, Solidarität auf Gegenseitigkeit und Hilfe, Mehrteil. Das ist die arbeitnehmerische Mitte. Wenn ich die Zeit jetzt umhabe, überspringe ich. Ich wollte zeigen, dass die Dimensionen verschieden gemischt sind. Dafür habe ich ein Bild, das kann man aber nachher nochmal angucken. Das lasse ich erstmal, können wir nachher stehen lassen. Ich habe ein paar Schlussthesen. Erstens, der Rechtspopulismus ist nur möglich, weil und solange er Potenziale des Ethnozentrismus und der politischen Verdrossenheit mobilisieren kann, die von sich aus nicht rechtsextrem oder rassistisch sind. Wenn die Volksparteien nicht versagt hätten, naja, diese Potenziale konnten bis in die 90er Jahre von den alten Volksparteien mobilisiert und gebunden werden. Dritter Punkt, die Ursache dafür, dass die alten Volksparteien diese Bindungskraft zu einem erheblichen Teil verloren haben, ist nicht die Globalisierung oder die Modernisierung als solche, sondern die Ursache ist die Wende der herrschenden Flügel der alten Volksparteien zu einer neoliberalen und sozialdarwinistischen Gestaltung der Globalisierung und der Modernisierung. Das Ross hat einen Reiter, das kommt nicht einfach des Wegs. Das heißt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und das ist in der Tat die Politik der rot-grünen Koalition von 99 bis dann und dann 05, glaube ich, gewesen. Schönen Dank.